Die Ukraine bittet Deutschland um Marschflugkörper vom Typ Taurus, doch Deutschland lehnt ab. Am Mittwoch hat Verteidigungsminister Boris Pistorius sein Nein noch einmal bekräftigt. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das jetzt gerade nicht unsere vorrangigste Priorität hat, sagte der SPD-Politiker bei einem Truppenbesuch. Auch die USA seien bei der Lieferung zurückhaltend. Zudem konzentriere man sich zurzeit auf die Unterstützung der Luftverteidigung und die Ausbildung von Personal. Die Ukraine fordert Marschflugkörper, um auch Stellungen der russischen Streitkräfte weit hinter der Frontlinie angreifen zu können. Die Bundesregierung ist dabei zurückhaltend, weil die Geschosse auch russisches Territorium erreichen können. Sie werden von Kampfjets abgeschossen und haben darüber hinaus eine Reichweite von 500 Kilometern. Der Flugkörper bewegt sich nur etwa 50 Meter über dem Boden und ist so für feindliche Radarsysteme nur schwer zu erkennen. Bei Munitions- und Panzerlieferungen wollte sich die Regierung bislang mit politischen Partnern abstimmen, die sind in der aktuellen Debatte aber längst davongezogen. Sowohl Großbritannien als auch Frankreich haben der Ukraine bereits zugesagt, ihre Marschflugkörpersysteme zu liefern. Auch in Deutschland erhöht sich der Druck auf die Regierung. Politiker von CDU, FDP und Grünen haben sich bereits für eine Lieferung ausgesprochen. Zuletzt forderten die jungen Liberalen, die Ukraine mit den Taurus-Systemen stärker zu unterstützen. SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner sagte am Mittwoch jedoch im Deutschlandfunk, es liege im deutschen Interesse, eine Eskalation zu verhindern. Laut einem Bericht der Tagesschau gehen Verteidigungspolitiker im Bundestag davon aus, dass noch etwa 150 der 600 Taurus-Einheiten der Bundeswehr einsatzbereit sind.